Bevor Wilhelm im 8. Jahr seiner Gefangenschaft nun der Königin vorgeführt wird, löst man seine Ketten bis auf eine und kleidet ihn in heidnischem Stil. Während des gemeinsamen Essens tauschen sie bereits liebevolle Blicke aus. Als Arabel Wilhelm bittet, sich nah neben sie zu setzen, lehnt er durch Zucht ab. Denn so ziemlich alle Attribute seiner sozialen Person verbieten es ihm. Er ist Gefangener der verheirateten Frau, als Markgraf, dem Stande nach ein geringerer, dazu ein Christ im Heidenland. Sobald das elfenbeinerne, reich verzierte Schachspiel gebracht wird, denn es was nu woll an dem Tage so fror, dass man kurze Wiele wohl mochte pflegen, wird die Diskrepanz sofort hinfällig. Beide setzen sich zum Spielen einander gegenüber, nur das Brett befindet sich noch zwischen ihnen. Der so eröffnete und gerahmte Spielraum unvermittelter Zweisamkeit, es wird nämlich nicht erzählt, dass nach dem gemeinschaftlichen Mahl bei Hof ein tatsächlicher Raumwechsel stattgefunden hätte, wird sofort auch als ein Minneraum eigener totalitärer Ordnung erkennbar. Denn er ist der Zeit enthoben und gespielt wird schlicht um alles, wenn es der Spielleiter Pfander, nämlich die Minne, es zulässt. Auch die Spielfiguren werden metaphorisch verdoppelt. Über das Brett, das die beiden Körper als Spielende noch voneinander räumlich trennt, gleichzeitig soziale Angleichung und private Annäherung ermöglicht, wandern nicht nur die Schachfiguren, sondern auch die Blicke der Spielenden hin und her. Von der Minne helf Phil liegt ein Blick geschickt. Arabel führt lachend oder lächelnd den ersten Zug. Wilhelm gelingt es nicht, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Die Minne als metaphorischer Pfander begünstigt zwar das Minnespiel, stört Wilhelms Schachkompetenz allerdings gehörig. Des zog er hier nit als Erkunde, ihr Minne süße im Benamm mit Gedanken, hier spieles Kunst. Schon bald sagt ihr roter Mund ihm Schach. Ob sich das auf das Spiel und oder die Minne bezieht, ist hier noch nicht zu entscheiden, denn schon früher hatten ihre Blicke ihm matt geboten, ohne dass ein Spielbrett überhaupt anwesend war. Das Wort Spill mit seinen grammatischen Ableitungen kann durchweg in dieser doppelten Semantik verstanden werden. Oft werden die Bedeutungen chiastisch miteinander verschränkt. Die Königin spielt nur Lachende hier, den Marquis ihr Min nicht spielen lieh. Und obwohl das eine Minne-Spiel das andere Schachspiel auf Handlungsebene hindert, sind sie auf Ebene der Darstellung jeweils austauschbar. Schachspielen, so hatte die Matt-Metaphorik in Bezug auf die Liebesbeziehung zu Wilhelm und Tybalt bereits vorausgedeutet, ist die Minne-Vollzugsform im Zentrum zwischen den Sexualakten mit dem einen und dem anderen Mann, mit dem Ehemann Tybalt und mit dem geliebten Wilhelm. Mit der Minne um Wilhelm, seiner Sippe und seinen Göttern stehen, durch das Schachbrett zeichenhaft präsent, die Minne zu Tybalt, das Heidentum und der Königstitel auf dem Spiel. Das Schachspiel ist ein Geschenk aus Tenebri, also aus Arabels Heimat, möglicherweise ein Hochzeitsgeschenk ihres Vaters Terramer. Die Figuren bestehen aus Smaragden und Saphiren und erinnern damit an die Rinke, welche Arabel und Tybalt beim Herztausch zeigt, den die Chirurgin Frau Minne an ihnen vornimmt. Die Spange trägt die Bildnisse dreier Figuren, ein Smaragd, ein Saphir und ein Rubin, die zwei Frauen, Arabel und Venus, und einen Mann, Tybalt, darstellen. Da die Venus, wie Frau Minne, häufig die rote Farbe zugeordnet wird, figurieren Smaragd und Saphir als die Liebenden. Wie der König von Toussaint-Goulle, der als exemplarischer Minne-Ritter gelobt wird, trägt Wilhelm nach seiner Einkleidung nach Haydns Nitt grün. Der blaue Saphir bliebe dann noch für Arabel reserviert, was insofern überraschend ist, da der Saphir traditionell Beständigkeit, Treue und Keuschheit bedeutet. Geht diese Farbsymbolik auf, werden die Realien des Schachspiels in ihrer symbolischen Bedeutung vergleichbar der Spange und den anderen Minnegaben, die später ihren Weg ins Abendland finden. Bei den Partien in Tordiane übernimmt Wilhelm mit den Figuren, es wird nämlich nicht gesagt, mit welcher Farbe er zieht, symbolisch schon die Rolle Tybalts als Geliebter und ermächtigt sich mit dem Minnegeschenk bereits der Frau. Schließlich führen ihn die Partien direkt in Tybalts Ehegemach. Das Schachbrett präfiguriert so gewissermaßen als Austragungsort des außerehelichen Liebesspiels, auf dem um den Einsatz legitimer Ehe gespielt wird.
Hier wird Licht um Beskar gespielt. Die gemeinsame Schachpartie ist also Möglichkeitsbedingung des Minnesbilds und gleichzeitig dessen Ausdruck, welches in der Logik der Ökonomie von Geben und Nehmen, von Gewinn und Verlust Ausdruck findet. Doch nähm er das froh Min ihr Gunst ihm gäbe für den besten Schach. Matt hier folge dem Schaden nach. Auch die zweite Partie beginnt Arabel mit einem Lächeln ihres roten Mundes, wodurch ganz unvermittelt der Minneraum plötzlich wieder da ist, nachdem sich Wilhelm ausführlich und mit einem anderen als minnereichen Gesten über die Haftbedingungen beschwert hatte. Gleichzeitig schiebt Arabel zum ersten Mal selbst den religiösen Diskurs an, indem sie zum einen genau dort anschließt, wo das Gespräch während der ersten Partie geendet hatte, als sie Wilhelms Verständnis für eine feindliche Haltung entgegenbrachte und zum anderen ihm die Hilfe ihrer Götter im Falle seines Gnadensersuchs in Aussicht stellt. Wie sie später Arabel eher auf die heroischen Fähigkeiten ihres Eroberers verlassen wird, antwortet Wilhelm auf Arabels Unterstützung hoffend: »Ich bedorft wohl helf und fünd ich dir.« So machen sie jeweils ihre Züge und da nun Arabel auf Revanche hofft, provoziert sie ihren Gegner und droht mit Schach, dass sie sogleich in die Tat umsetzt. Schach roch Uf der Königin, Arabel im Tett. Während Wilhelm Arabel in der ersten Partie durch die Eroberung ihres Turms matt setzte, bedroht sie nun umgekehrt mit dem Turm seine Königin. Der Spott ist ganz auf ihrer Seite. Kundet ihr so hurten Frauen, Herr Marquis? Womit Arabel sich bereits selbst mit der Königinfigur identifiziert und den Turm mit den sie jeweils beanspruchenden Mann. Anstelle einer Antwort schickt Wilhelm sein Stoßgebet an die jungfräuliche Maria. Sie möge Arabel vom Irreturm erlösen, was Arabel ihrerseits als Spott versteht und insistiert, bei der Sache zu bleiben. Das müssen wir auf dem Spill vertragen. Im Innern ist sie aber schon affiziert von der Absonderlichkeit des Gehörten, von der Wirkung der Aporie der jungfräulichen Mutter, zu der sie später selbst werden muss, um dem Mann, den sie liebt, in der christlichen Welt zu entsprechen. Während beide weiter ihre Spielzüge machen, drängt Arabel auf Erklärung, was das denn nun alles zu bedeuten habe. Wilhelm ziert sich zunächst und antwortet ausweichend, als sei er nicht selbst Herr der zu vermittelnden Wahrheit. Zwar ich ein Wagge sähe, der stüre mir der Wahrheit jäche, da wollte ich lichte mich bedenken. Ich verstehe das so. Wo immer ich einen Wagen fände, der mich in Richtung der Wahrheit führte, auf den würde ich mich gern besinnen. Der Redaktor hatte offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Vers und schreibt stattdessen: Zwar ich ein Wäger sähe, dass mir der Wahrheit jäche, da müsst ich lichte mich bedenken. Ist mit Wäger ein Wagenmeister gemeint oder ein Wäger, ein Wegweiser? Beides passt nicht zum folgenden Neutrum das. Hier hat der Redaktor offenbar aus einem verständlichen Satz einen unverständlichen gemacht und mir bleibt die Stelle in R deshalb eher dunkel. Seinen letzten Zug will Wilhelm noch machen. Er nimmt Arabel erneut ihren Turm und gewinnt die Partie. Frohlockend über den neuerlichen Erfolg gehen mit Wilhelm dann wohl sprichwörtlich die Pferde samt dem vorher erwähnten Wagen durch. Wie am Ende der ersten Partie scheint er ihr den Turm zurückgeben zu wollen und kommentiert das auf eine Weise, die ihre derbe Komponente kaum leugnen kann. Ein Roch ernamm, dis sie mein Pfand für Unzucht, Frau Königinne. Zwieviel ich der Stein gewinne, die gebe ich doch zur Kammer wieder. Damit deklariert Wilhelm seinen Sieg auf ganzer Linie, denn hier gilt Glück im Spiel und in der Liebe. Die Eroberung von Arabels Schachturm präfiguriert Wilhelms Einzug in ihr Schlafgemach, die Befriedigung der Minnequalen sowie die Vergeltung für den Verlust seiner heroischen Identität durch die Ermächtigung der Frau des Feindes. Dass all dies in der Kammer eingelöst wird, im innersten Zentrum von Tybalts Macht über die Königin, seines Reiches und seiner Sippe, ist vor dem Hintergrund eines allegorischen Verständnisses der Schachroch konsequent. Wenn nämlich der sonst frei bewegliche Turm auf eine gegnerische Figur trifft, muss er das Feld der geschlagenen Figur einnehmen. In der Kammer, auf der Matratz, wird so Mann gegen Mann, der Verlierer gegen den Gewinner eingetauscht. Die Eroberung der Minnedame durch den Helden ist allegorisch mit dem gewonnenen Schachspiel als Stellvertretungshandeln im Wesentlichen abgeschlossen. Sie muss nur noch realiter in die Tat umgesetzt werden. Wilhelm nimmt sich gewissermaßen selbst zum Pfand, indem er sich zwar erneut in den ungeliebten Kerker und unter die soziale Herrschaft der Königin zurückbegibt,
verfügt aber mittels Arabels Vereinnahmung durch die Minne bereits über sein eigenes Schicksal, das sich durch die Erlösung des Pfandes positiv in seiner Heldwerdung verwirklichen wird. Unzucht dürfte daher wohl nicht als Unsittlichkeit im Hinblick auf den angedrohten bzw. versprochenen Sexualakt in der Kammer zu verstehen sein, sondern bezogen auf die zuvor angeprangerten rohen Haftbedingungen als Gewalttätigkeit bzw. Verstoß gegen höfische Sitten in der Behandlung edler Gefangener. Mit seiner Befreiung durch Arabels eigene Hände, welche sogleich schnurstracks in die Kammer und auf Tybalts Matratz führt, wird die Königin dieses Pfand auch mit entsprechenden Liebeshandlungen zu vergelten haben. Die Qualen während der Gefangenschaft werden von Arabels Liebeshandlungen in der ersten gemeinsamen Nacht kompensiert. Ihr blanker Arn in Unbefehr, da du kett was ege leggen. Arabel ist nun Wilhelms Minnedame und wird gewissermaßen für beischlaffähig erklärt. Es wird daher auch keine weitere Schaffpartie folgen, in der sie in dieser Hinsicht noch zu besiegen wäre. Was allerdings noch fehlt, ist Arabels religiöse Zurichtung, um sie in vollwertigem Sinne in die nach christlichem Ritus heiratsfähige Güburg zu verwandeln.